Und herzlich willkommen bei Häkeln mit Voldusa. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam ein kleines Blumenfeenmädchen zusammen. Wenn ihr noch neu hier seid auf meinem Kanal, freue ich mich, wenn ihr diesen abonniert. Das ist völlig kostenlos für euch. Und wenn ihr noch diese kleine Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine weiteren Anleitungen mehr von mir. Um so eine kleine Blumenfee hier zu häkeln, brauchen wir folgendes Material. Ich häkel das Ganze mit Baumwolle 50 Gramm auf 170 Meter mit einer Häkelnadel 2 mm stark. Ihr braucht noch Nadel und Schere, klar. Also wir brauchen hier einen Hauptton für unser Kleid, etwas Beige für den Kopf, Weiß für diese Blüte oder eine andere Farbe, wie ihr möchtet. Und hier für diesen, ja, Teil vom Kopf und Stängel etwas Grün. Und wer möchte, kann diese kleinen Schuhe auch in einer anderen Farbe häkeln. Wir benutzen noch hier etwas Stickgarn, um die Haare und das Gesicht nachher aufzusticken. Und hier für diese Flügel zu machen, brauchen wir durchsichtiges Paketband und etwas so losen Streuglitzer. Das geht ganz einfach, diese Flügel. Das zeige ich nachher später im Video. So wird ihr wirklich begeistert sein. Geht ratzfatz. So, ihr braucht natürlich dann auch noch ein kleines bisschen Füllwatte für diesen Kopf auszufüllen. Wir starten nun das ganze Häkelstück an unserem Kleid zuerst. Also wir häkeln zuerst das Kleid von hier oben nach unten. Ich habe es nun schon in ein paar Farben gemacht, einmal in Blau, Rosa und in Orange. Ihr könnt die prima nachher an an eine Schnur hängen und die ans Fenster hängen oder so als Windspiel benutzen, ne? Manche kennen die vielleicht auch schon, meine Blumenmädchen. Das ist so ähnlich, aber ja, so ähnlich eigentlich halt nur, ne? Es ist ja ein bisschen anders. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr das nicht aufhängen möchtet, die kleinen Beinchen einfach so nach innen machen und diese kleine Fee irgendwo hinstellen. Also es ist auch super niedlich. Und dadurch, wo hier innen drin ja Hohlraum ist, könnt ihr das natürlich auch prima als Eierbecher, also als Eierbecher, als diesen Wärmer verwenden. Ne? Das ist auch eine süße Idee. So, also dann starten wir jetzt mal. Ich verwende jetzt heute hier mal so einen rosa Ton mit so einem Glitzerfaden drin. Den hatte ich bei den Rosen auch schon verwendet. Das sieht wirklich toll aus. Und ich denke, das passt hier ganz gut. Wir starten nun mit einem Fadenring. Gehen mit der Nadel hier rein, ziehen uns erstmal eine Masche. So. Und es geht jetzt los. Wir häkeln das Ganze mit Popcornmaschen. Und die machen wir wie folgt. Wir starten mit 3 Luftmaschen. So. Diese 3 Luftmaschen ist unser Steigestäbchen. Es folgen nun weitere 3 Stäbchen hier in diesen Fadenring. So, für ein Stäbchen wickeln wir hier einmal den Faden um die Nadel, stechen hier ein, maschen das Ganze einmal ab und das zweite Mal ab. So, das sind unsere Stäbchen. So, haben wir hier das zweite und das dritte. So, das erste hier, diese Steigeluftmaschen zählen hier mit als erstes Stäbchen. So, wenn ihr diese hier dann habt, also 4 Stück, zieht ihr euch diese Schlaufe etwas länger, Nadel raus. Und wir stechen nun hier oben in diese erste, ja gut, letzte, diese dritte Masche hier einmal ein. So. Holen uns die Schlaufe wieder und dann ziehen wir uns die einmal hier durch. So. Einmal mit einfach nur durchziehen. Es folgt eine Luftmasche. So, und dann haben wir hier schon diese kleine Popcornmasche gehäkelt. Also diese Popcornmasche häkeln wir insgesamt, also dass wir 5 Stück haben. Jetzt wiederholen wir das Ganze noch 4-mal. Also immer 4 Stäbchen. Das erste, das zweite, das dritte und mein viertes. So, ist das geschafft? Schlaufe wieder etwas hochziehen. Wir machen die Nadel raus. Jetzt haben wir hier diesen Zwischenraum. Kann man es erkennen? Ja, ne? Hier diesen Zwischenraum, wo wir eben diese Luftmasche gehäkelt haben. Hier gehen wir nun mit unserer Häkelnadel so rein, holen uns diese Schlaufe wieder und ziehen uns die einmal durch. Machen eine Luftmasche und wiederholen nun dieses Prinzip weiter. Es sieht schlimmer aus, wie es tatsächlich ist. Jetzt bekommt er hin. So, wieder 4 Stäbchen. Schlaufe hochziehen in diesen Zwischenraum hier wieder vor diese 4 Stäbchen, ja.
Schlaufe einmal durchziehen und eine Luftmasche. So, jetzt hat man hier, mach mal den Finger raus. 1, 2, 3, 4 und es folgt noch eine. Ihr könnt jetzt den Finger ruhig rausholen und dann haltet ihr euch diesen Fadenring einfach mit Mittelfinger und Daumen fest. Ne? So, also bleib jetzt mal hier gerade bei euch. So schaut das Ganze jetzt aus. Wenn ihr dann hier diese fünfte Popcornmasche gehäkelt habt, zieht ihr euch nun diesen Fadenring zu. Ja. So, jetzt haben wir es. So. Und wir schließen diese Runde hier mit einer Kettmasche. Da könnt ihr hier in diesen ersten Strang. Einfach so einstechen und das Ganze einmal mit einer Kettmasche zu einem Kreis halt schließen. So, könnte man jetzt auch schon als kleines Blümchen verwenden. Sieht auch super aus. So, es geht jetzt in der nächsten Runde weiter, dass wir diese Popcornmaschen immer verdoppeln. Pro Zwischenraum häkeln wir nun immer zweimal eine Popcornmasche hier hinein. So, das zeige ich euch jetzt. Wir starten hier, wo wir jetzt sind. Ja, in diesem Zwischenraum, wo wir jetzt gerade die Kettmasche gehäkelt haben, wir gehen wieder hoch mit unseren drei Luftmaschen als unser erstes Stäbchen. Stecht ihr genau hier wieder ein, in diesen gleichen Zwischenraum. So, es folgen wieder drei Stäbchen hier. Ups. So, Moment. Und noch eins. So, Nadel wieder raus. Also das Prinzip von diesen Popcornmaschen bleibt gleich, ne? Immer hier einmal eine Kettmasche, eine Luftmasche. So, und jetzt häkeln wir direkt die nächste Popcornmasche ebenfalls in diesen gleichen Zwischenraum rein. So, wieder vier Stäbchen. Nadel raus, hier rein. Einmal durchziehen und eine Luftmasche. So, seht ihr das? Jetzt haben wir hier zwei Stück drin und das machen wir jetzt hier immer dazwischen. Immer zweimal diese Popcornmasche. So. So, also ich denke, das kann er jetzt ganz gut erkennen. Es ist immer hier in diesem Zwischenraum. Immer zweimal eine Popcornmasche häkeln. Ich habe jetzt hier mal weitergemacht. Also wir haben ja eben hier mit fünf Popcornmaschen gestartet. Und jetzt habt ihr hier natürlich 10. Wir haben hier jede verdoppelt. Wenn ihr hier hinten wieder angekommen seid, gleiche Prinzip wie am Anfang. Wir stechen hier wieder in diese erste ein. Und ziehen uns eine Kettmasche, ja, dass wir das wieder zu einem Kreis geschlossen haben. So, jetzt geht es so weiter, dass wir immer eine Popcornmasche häkeln und den nächsten Zwischenraum wieder verdoppeln, ja. Wir starten hier wieder, wo wir angefangen haben, mit unseren drei Luftmaschen halt, ne. In diese erste Lücke häkeln wir unsere erste Popcornmasche hinein. So. Jetzt haben wir hier eine und die nächste wird hier wieder verdoppelt. So, diese Verdopplung, klar, zwei Stück in einen Zwischenraum, ne?
So, ich denke, das ist jetzt ganz verständlich. Also in die nächste wieder nur eine Popcornmasche und darauf wieder zwei, zwei in eine. Ne? Immer hier zwischen diese einzelnen Spitzen hier. So, macht ihr das komplett immer wiederholend. Erst eine Verdopplung bis zu unserem runden Ende. Hier bin ich wieder zurück. Ich bin jetzt hier einmal rum. Immer eine Popcornmasche, eine Verdopplung. Ne? Wenn ihr wieder hier an unserem runden Ende angekommen seid, gleiches Spiel, einfach einstechen und eine Kettmasche ziehen. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich sage euch jetzt direkt den nächsten Schritt. Wir fangen hier wieder in diesem ersten Zwischenraum an mit unserer ersten Popcornmasche. Es folgt nebendran dann die zweite und dann machen wir wieder eine Verdopplung. Also immer eins, zwei, doppelt. Ne? Also zwei Popcornmaschen und eine Verdopplung. Und auch das machen wir komplett einmal bis zu unserem runden Ende. Wenn ihr diese Runde dann geschafft habt, also immer hier mit 1, 2, einer Verdopplung, ne? Hier komplett rum seid, machen wir auch hier wieder die Runde zu, indem wir eine Kettmasche häkeln. Und es folgt jetzt eine Runde also in jedem Zwischenraum hier eine Popcornmasche, ne? Wir starten das Ganze wieder hier vorne, wo wir jetzt gerade angefangen haben. So, also hier in diesen ersten Zwischenraum und häkeln dann hier komplett in jeden Zwischenraum halt eine Popcornmasche rein. Ne? So, also überall hier rein. Seht man ganz gut. Ne? Ich mache die jetzt mal schnell fertig und dann bin ich gleich wieder da. Hier bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt hier meine ganzen, ja, Popcornmaschen hier gehäkelt. Ihr müsstet jetzt hier in dieser letzten Runde, die wir jetzt hatten, insgesamt 20 Stück von diesen haben. Ne? So, wir machen jetzt noch diesen Abschluss. Ich zeige es euch mal kurz. So, das ist hier unser Abschluss von dem Kleid. Den häkeln wir jetzt. So, und dann starten wir hier. Wir haben jetzt hier das Ganze verbunden mit einer Kettmasche. Und wir starten jetzt hier in diese nächsten Zwischenraum mit sechs Stäbchen. So, wir häkeln jetzt ganz normal sechs Stäbchen, alle in diesen gleichen Zwischenraum, ja? So, sechs Stück. In den nächsten Zwischenraum stechen wir ein und häkeln eine feste Masche. So, das war's schon. Jetzt machen wir das immer abwechselnd, also in einen Zwischenraum sechs Stäbchen hinein, in den nächsten eine feste Masche, sechs Stäbchen, eine feste Masche. Ne? Das machen wir jetzt immer wiederholend. Ich mache noch eins mit euch. So, also sechs Stäbchen in einen Zwischenraum. Und in den nächsten Zwischenraum einstechen und eine feste Masche häkeln. So, das ist ganz einfach. Und dann gehen wir jetzt hier einmal komplett rundherum. So, hier bin ich wieder zurück. Ich bin jetzt hier einmal rundherum mit meinem Abschluss. Wenn ihr dann hier hinten an diesem letzten Teil angekommen seid, braucht ihr nur eine Kettmasche zu setzen. Ne? Das reicht. So, den Faden könnt ihr dann abschneiden und durchziehen. So. Dieser wird auch dann direkt vernäht. So, dieser Innenfaden von unserem Fadenring, den könnt ihr ruhig noch dran lassen. Den kann man später noch prima zum Verknoten benutzen. Ne? So schaut jetzt mal unser Kleid aus. Diese Wolle ist wirklich, ja, fantastisch mit dem Glitzer, doch märchenhaft irgendwie. Es gibt aber auch ganz dünner Glitzerfaden. Ne? Das könnt ihr prima mit der Wolle mitlaufen lassen, wenn ihr das gerne auch so haben wollt. So, wir bleiben jetzt erstmal bei hier bei unserer Hauptfarbe von unserem Kleid und wir machen mit diesem Ärmel jetzt hier direkt weiter. So, wir holen uns wieder unsere Wolle, machen uns einen Fadenring und häkeln in diesen Fadenring sechs feste Maschen hinein. Habt ihr das geschafft? Finger rausziehen und Fadenring zuziehen. So, einmal. Und jetzt folgen zwei Runden, je eine feste Masche. So, ich mache das immer so, dass ich halt diese ersten sechs Maschen hier häkle. So, mir den Fadenring ein bisschen strammer ziehe. Und jetzt knappkantig abkürze.
Super, dann könnt ihr nämlich noch hier, prima, das Häkelstück umstülpen. So, dann haben wir direkt die schöne Seite außen. So, tipptopp. Und dann häkel ich meine nächsten 6 festen Maschen halt hier. Die 6. So, wir beenden das Ganze mit einer Kettmasche in die nächste Masche. Einfach so durchziehen. So, dann Faden etwas länger lassen beim Abschneiden und diesen dann auch durchziehen. So, das ist jetzt schon mal unser kleiner Ärmel. Und jetzt legen wir uns den erstmal kurz auf die Seite. Ihr braucht das Ganze natürlich zweimal, ne? So, und ich zeige euch jetzt, wie wir die Hand und den Arm häkeln. Dazu brauchen wir unsere Beige. Machen wir uns wieder einen Fadenring und häkeln in diesen Fadenring 6 feste Maschen hinein. So, wir ziehen uns dann den Fadenring wieder zu und es folgt eine Runde mit 6 festen Maschen. Also in jede Masche wieder eine feste Masche rein, ja? So, hier gilt das gleiche wieder. Fadenring dann ein bisschen strammer ziehen, knapp kann ich kürzen und das Häkelstück wieder umstülpen. So, es geht nun weiter mit 2 Abnahmen. So, die Abnahmen stechen wir ein, holen uns die Schlaufe, so halten die hier mit dem Finger ein bisschen fest, gehen wir in die nächste Masche, holen uns wieder eine Schlaufe, da haben wir jetzt 3 Stück hier auf der Nadel. Und die maschen wir zusammen ab. So, das ist unsere erste Abnahme. Es folgt eine zweite Abnahme. So, gleiches Spiel. So. Und einmal durch. So, jetzt haben wir hier noch so eine kleine Restöffnung. Die nehmen wir jetzt nicht mehr ab, das ist viel zu eng. Wir stechen jetzt einfach einmal so mit der Häkelnadel hier durch diese kleine Restöffnung. Einfach so durch. Und zieht euch eine Kettmasche. So, dann ist diese kleine Lücke auch schon zu. So, haben wir schon in manchen anderen Videos auch schon gehäkelt nach diesem Prinzip. Vielleicht kennt der ein oder andere es schon. So, dann haben wir das zu und dann schlagen wir uns direkt eine Luftmaschenkette mit 8 an. So, 8 Stück. Faden wieder etwas länger lassen, abschneiden und durchziehen. So, das ist jetzt unser Arm. Das braucht ihr natürlich auch noch ein zweites Mal, ne? So, den holen wir uns jetzt unsere Nadel und fädeln hier unseren Arm und Händchen hier ein. Dann holen wir uns unseren Ärmel. So, sieht aus wie so ein kleiner Mini-Fingerhut. Und jetzt gehen wir mit der Nadel hier einmal durch, dass wir hier oben an unserem Fadenring wieder rauskommen. Und dann ziehen wir uns einfach das Ärmchen hier so einmal in diesen Ärmel. Seht ihr? So sieht das Ganze dann aus. Hier diesen Faden alles noch dran lassen. So, jetzt häkelt ihr erstmal nach diesem gleichen Prinzip halt noch das zweite Ärmchen. Wenn ihr dann dieses zweite Ärmchen auch fertig gehäkelt habt, lasst ihr hier mal noch diese Beige in der Nadel dran. Wir holen uns das Kleid und nähen nun dieses Ärmchen hier an. Orientiert euch, hier ist die erste Runde, hier ist die zweite Runde. Da könnt ihr einfach so in diese Popcornmasche hier so einstechen, das ist ganz egal. Und zieht euch diesen beigen Faden erst einmal so durch. So, den lassen wir uns erstmal hier so drin hängen. Jetzt holen wir diesen Faden von unserem Ärmchen. Fädeln wir diesen auch ein. Ja, das ist halt mit dem Glitzer. Halt ganz so einfach, aber kriegen wir hin. So. Jawohl. So. Wir stechen jetzt hier mit diesem Faden hier einmal in dieses Ärmchen mitten rein ein. Und kommen dann hier oben, so neben dem Fadenring von dem Ärmchen wieder raus. Ziehen uns das jetzt erstmal hier so locker durch. Ne? Wir stechen jetzt einmal in dieses Kleid ein. Ziehen uns den Faden einmal. So, und jetzt steht das ja so ab. Um das zu vermeiden, stechen wir wieder von innen, von dem Kleid, hier einmal so nebendran raus. Ne? Ich denke, das kann man ganz gut sehen. Und da könnt ihr hier dieses Ärmchen etwas fixieren, wenn ihr das gerade hier einmal so durchstecht. Und wieder hier einstecht in diesem Kleid. Ne? So, dann haben wir das kleine Ärmchen. Seht ihr?
Dann hängt das bisschen weiter so nach unten. Das ist ein bisschen schöner. So. Ihr könnt jetzt hier diesen Faden von unserem Arm und den vom Ärmchen könnt ihr jetzt prima mit einem Doppelknoten das Ganze verknoten. So. Und dann einfach hier knapp abschneiden. Ne? So. Und dann haben wir hier unser erstes Ärmchen dran. Das zweite näht ihr hier natürlich genau gegenüberliegend nach dem gleichen Prinzip an. So schaut das Ganze, also euer Häkelstück jetzt aus. Die Arme sind schon dran und die Ärmchen. Und wir machen jetzt weiter mit den Beinen und den Schuhen. Ich mache das jetzt so, dass ich halt für die Schuhe, ich zeige es euch mal, eine andere Farbe verwende. Heute benutze ich halt mal Pink. So, ich denke, das passt ganz gut zu diesem Rosa. Ja. So, da holt ihr euch hier also eine Farbe eurer Wahl. Wir machen uns wieder einen Fadenring und wir häkeln jetzt diesen Schuh genauso wie das Händchen. So, also wir machen uns einen Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. Ziehen uns dann den Fadenring hier zu. So, es folgt wieder eine Runde mit festen Maschen. Sechs Stück. Am Anfangsfadenring, also von diesem Fadenring, dieser Anfang wieder schön stramm ziehen, knapp gerade nicht kürzen und das ganze Stück wieder wenden. So, einmal rum. Und es geht wieder weiter mit zwei Abnahmen. Die erste. Zweite und wir schließen diese kleine Lücke wieder, indem wir einfach einstechen, einmal so durch wieder und uns eine Kettmasche ziehen. So, das ist jetzt schon unser Schuh. Wir machen jetzt einen Farbwechsel. Lasst hier, schneidet das nicht ganz so kurz ab, lasst schon ein bisschen längeres Stück am besten. So, das lassen wir jetzt mal hier so hängen. Wir holen uns nun unser Beige hinzu wieder, halten das so an. Auch hier wieder ein bisschen längeres Stück lassen. So, wir ziehen uns das einmal durch. Einfach gerade mit so einer Kettmasch. Und wir häkeln jetzt mit diesem Beige 20 Luftmaschen. So, 20 Stück. Faden wieder etwas länger lassen und einmal durchziehen. So, so schaut jetzt unser Bein aus. So, hier diese Fäden solltet ihr extra ein bisschen länger lassen, weil die benutzen wir jetzt hier und verknoten die. So, da macht ihr einfach einen Doppelknoten rein. Dann hält das auch alles prima. Und dann vernähen wir uns hier diese beiden Fäden halt. Das geht eigentlich ganz leicht. Wir haben ja eh den Knoten drin. Könnt ihr einfach einfädeln. Einmal so durch den, ja, Schuh halt, Schuh oder Fuß durchziehen, ne? Durch. Und dann diesen Restfaden hier überall abschneiden. So, das ist jetzt unser erstes Bein mit Schuh, Fuß, ja. Das braucht ihr natürlich noch ein zweites Mal. Wenn beide Beinchen hier fertig gehäkelt sind, fädeln wir das hier oben in eine Nadel wieder ein, holen uns unser Hauptteil und dann stechen wir einfach von hier unten, gerade neben dem Fadenring. Ich denke, man sieht es ganz gut. Einfach hier einmal so durch, ziehen uns das so lang, Faden einfach hängen lassen. Das gleiche machen wir hier auch mit unserem zweiten Beinchen. So, nicht durch die gleiche Masche, so ja, direkt nebendran. Ne? Ja, ich denke, das sieht man jetzt ganz gut. Ne? So, ein bisschen versetzt. Und da könnt ihr nämlich hier oben prima auch diese Fäden mit einem Doppelknoten verknoten. Und einfach dann knappkantig hier wieder abschneiden. So, jetzt haben wir schon mal unser Körper von der Puppe. Und jetzt geht es natürlich weiter mit dem Kopf. Und dazu holen wir uns unser Beige, machen uns wieder einen Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. Ist das geschafft? Fadenring wieder zuziehen. So.
Und es geht jetzt weiter mit der nächsten Runde und in der verdoppeln wir jede Masche. Das bedeutet, wir häkeln immer zwei feste Maschen in eine Masche hinein, dass wir dann auf eine Maschenanzahl in dieser Runde von insgesamt 12 kommen. Aber wenn ihr diese Runde hier geschafft habt, könnt ihr euch jetzt einen runden Markierungsfaden hinzuholen. Hier reicht einfach wirklich ein Schnipsel, circa 10 cm, Baumwolle in einer anderen Farbe. So, den legen wir uns hier wieder in dieses, so in das Häkelstück ein. So, und das markiert uns jetzt jede neue Runde. Es geht jetzt weiter, dass wir in die nächste Masche eine feste Masche häkeln und die nächste wird dann wieder verdoppelt. Also verdoppelt bedeutet immer zwei feste Maschen in eine Masche hinein, ne? So, und das wiederholen wir jetzt komplett bis zu unserem runden Ende. Also immer eine feste Masche und die nächste verdoppeln. Diese Runde geschafft habt und hier an eurem Markierungsfaden angekommen seid, holen wir uns diesen Faden und klappen uns den einfach um. Das machen wir jetzt nach jeder Runde, den klappen wir uns dann immer hin und her. So, es geht jetzt weiter in der nächsten Runde hier mit zwei festen Maschen, eins, zwei und einer Verdopplung. So, auch das machen wir jetzt immer wiederholend bis zu unserem runden Ende. Ist auch diese Runde geschafft? Markierungsfaden wieder rumlegen und es geht jetzt weiter, dass wir in jede Masche eine feste Masche hineinhäkeln und das Ganze 3 Runden lang. Ne? So, also ohne Verdopplung einfach in jede Masche eine feste Masche hinein, 3 Runden lang. Ich mache die schnell und bin gleich wieder da. Bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt meine 3 Runden hier gehäkelt. Es geht jetzt weiter mit der nächsten Runde und in der häkeln wir 2 feste Maschen. Und eine Abnahme. So, die Abnahme habe ich euch ja eben gezeigt. Einstechen, Faden holen, hier festhalten, die nächste einstechen, wieder eine Schlaufe, dass wir 3 Stück haben und das Ganze dann zusammen abmaschen. So, das wiegen wir natürlich immer wiederholend, also 2 feste Maschen und wieder eine Abnahme. So, und das machen wir hier jetzt komplett immer wiederholend bis zu unserem runden Ende halt. Wenn ihr diese Runde dann geschafft habt, Markierungsfaden rum und dann folgt noch eine Runde mit, statt jetzt hier wie zwei, mit einer festen Masche und einer Abnahme. So, ich mache diese beiden Runden mal schnell weiter und bin gleich wieder da. Bin ich wieder zurück. Also ich habe jetzt diese Runde mit diesen 2 festen Maschen, eine Abnahme immer wiederholend gehäkelt. Und die nächste habe ich schon gemacht mit einer festen Masche und einer Abnahme. Auch das immer wiederholend. Ne? Diesen runden Markierungsfaden, den könnt ihr euch jetzt rausziehen. Diesen Anfangsfaden von eurem Fadenring, den könnt ihr euch so einwickeln und in den Kopf reinschieben. So, diese Arbeitsschlaufe ziehen wir uns jetzt etwas länger, halten das hier fest und stopfen das Ganze mit Füllwatte aus. Wenn ihr das schön fest ausgestopft habt, zieht ihr euch die Schlaufe hier wieder etwas kürzer, geht mit der Häkelnadel wieder in diese Arbeitsschlaufe hinein und es folgen jetzt einfach 6 Abnahmen. So, also könnt ihr euch hier prima mitzählen, einfach 6 Mal, ne? 6 Mal je 2 feste Maschen zusammenhäkeln. Sechste Mal und wir beenden das Ganze hier wieder mit einer Kettmasche in die nächste Masche. Jetzt lasst ihr hier wieder ein längeres Stück Faden abschneiden und einmal durchziehen. So, den holen wir uns jetzt direkt, fädeln uns diesen in unsere Nadel ein, holen uns unser Körper hier. So, und jetzt halten wir uns den Kopf hier dran. So, und nähen den hier einmal hier außen rum, so hier durch jede Masche. Ne? Einmal rundherum fest. Wenn ihr hier mit diesem Faden einmal rundherum ja, das Ganze angenäht habt, könnt ihr noch einmal einstechen und hier innen mit dem Faden rauskommen. Ne? So, machen wir mal die Nadel weg. Und jetzt haben wir hier ja noch unseren Faden, also hier von unserem Anfang, von unserem Kleid, den haben wir ja hängen gelassen. So, da können wir nämlich jetzt hier diesen Kopffaden, ne? Und diesen Kleidfaden. Prima mit einem Doppelknoten verbinden und dann hält das hier auch alles super. So, einfach abschneiden. So, und jetzt holt unsere Fee so langsam schon mal Form an. Wir machen jetzt weiter mit diesem, mit der Kopfbedeckung, mit diesem Blümchenhut. Und dazu brauchen wir jetzt unser grünes Garn. Ne?
Wir machen uns wieder einen Fadenring und häkeln in diesen Fadenring sechs feste Maschen hinein. Wir ziehen uns den Fadenring wieder zu. Und es folgt die erste Runde, indem wir jede Masche wieder verdoppeln. Also es bedeutet wieder zwei feste Maschen in jede Masche hinein, dass wir auf eine Maschenanzahl von insgesamt 12 wiederkommen. Wenn ihr diese Runde geschafft habt, holen wir uns jetzt unseren runden Markierungsfaden wieder hinzu, halten uns den hier dran und es geht weiter mit einer festen Masche und einer Verdopplung. So, ich sage euch direkt die nächsten Schritte hier. So, also, wir häkeln jetzt hier eine feste Masche, eine Verdopplung. Immer wiederholend bis zu unserem runden Ende. Wir klappen uns dann den Markierungsfaden rum und es geht in der nächsten Runde weiter mit zwei festen Maschen und einer Verdopplung. Ja? Wenn ihr auch diese Runde mit diesen zwei festen Maschen und einer Verdopplung geschafft habt, folgt noch eine Runde mit festen Maschen. Da häkelt ihr in jede Masche einfach eine feste Masche hinein. Ich mache diese Schritte mal weiter und dann bin ich gleich wieder da. Bin ich wieder zurück. Also ich habe jetzt diese Schritte hier weitergehäkelt, wie ich euch eben erklärt habe. Also wir haben hier angefangen mit einem Fadenring mit sechs festen Maschen, alle verdoppelt, ne? Und dann waren wir ja hier bei einer festen Masche, einer Verdopplung, immer wiederholend. Die nächste Runde war dann zwei feste Maschen, eine Verdopplung, immer wiederholend. Und hier die letzte Runde, hier eine feste Masche, ne? So, wir holen uns jetzt erstmal diesen Markierungsfaden raus. Wir stechen in die nächste Masche ein und ziehen uns hier eine Kettmasche. So, wir machen jetzt einen Farbwechsel. Könnt ihr das Grün abschneiden, ungefähr so lang, nicht ganz so kurz, dass uns was aufgeht. Und jetzt holen wir uns unser, also wie in meinem Fall halt weiß dazu. Könnt ihr natürlich auch in anderen Farben machen, ne? So. Wir legen uns diesen grünen Faden erstmal so nach vorne, halten uns den weißen Faden hier so an, mit dem Daumen hier festhalten. Und jetzt folgen hier vier Luftmaschen. So, wir ziehen uns das erstmal einmal durch, ne? Oh, die zählt nicht mit. Jetzt aber. Eins, zwei, drei, vier Luftmaschen, ja. Und jetzt häkeln wir hier in diesen gleichen, ne? Hier rein. Ein doppeltes Stäbchen. So. Normales Stäbchen, doppeltes Stäbchen, zweimal um die Nadel wickeln. Einstechen, diese Anfangsfäden, die könnt ihr ruhig ein bisschen so mitlaufen lassen. Könnt ihr die gerade so ein bisschen mit einhäkeln. So, wir maschen das Ganze einmal ab, zweimal ab, dreimal ab. Ja? So, das Blütenblatt geht jetzt so weiter, dass wir hier in die nächste Masche wieder zwei Doppelstäbchen häkeln. Also wie ihr seht, diese Anfangsfäden lasse ich einfach ein bisschen mitlaufen. So, das ist das erste. Und mein zweites. So, ja, so sieht das aus. Und es folgten die nächste Masche erneut zwei Doppelstäbchen. So. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Ne? Es geht mit der nächsten Masche weiter. Hier häkeln wir jetzt ein doppeltes Stäbchen hinein. So. Und jetzt machen wir weiter mit vier Luftmaschen. So, vier Luftmaschen gehen hier unten in diese gleiche Masche hinein und machen uns eine Kettmasche. So einfach durchziehen. Da ist das unser erstes Blütenplättchen, ne, von unserem Hut halt. So, um jetzt das nächste Blütenblatt hier anzufangen, gehen wir einen Schritt rüber in die nächste Masche. Und das machen wir mit einer Kettmasche. Jetzt, wenn wir einen Schritt rüber gehen, ne? So, jetzt sind wir wieder hier angekommen. Und jetzt häkeln wir das immer nach dem gleichen Prinzip. Wir starten hier wieder mit unseren vier Luftmaschen und dem ersten Doppelstäbchen in diese gleiche Masche. Ne? Das ist immer hier. Quasi immer so Zweierpäckchen sind. Na, ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Ich bleibe jetzt bei diesem Blatt mal noch bei euch. So, also vier Luftmaschen, das dient als unser Steigestäbchen, ja? Ein doppeltes in die gleiche Masche hinein.
So, einmal in die nächsten beiden Maschen hier je zwei doppelte. In die nächste dann hier wieder ein doppeltes, vier Luftmaschen und eine Kettmasche in die gleiche Masche hier unten. Ne? So, wir gehen wieder zum nächsten Blatt, indem wir einfach in die nächste Masche einstechen, mit einer Kettmasche unseren einen Schritt rüber tun. Ne? So, nach diesem Prinzip häkelt ihr jetzt hier einmal komplett rundherum eure Blüten an. So, hier bin ich wieder zurück. Also ich habe jetzt hier meine ganzen Blüten gehäkelt. Ihr solltet dann auch hier 6 Stück halt haben. Ne? Wenn ihr hier hinten diese letzte Kettmasche gesetzt habt, lasst euch jetzt ein längeres Stück Faden. Mit dem nähen wir das später an. Schneiden wir ab und ziehen wir einfach mal so dort durch. Ne? So, diese Anfangsfäden von eben, da habe ich ja das ein Stück mit eingehäkelt. Das kann ich mir jetzt einfach so kürzen. So, und hier diesen Anfangsfaden von unserem Fadenring könnt ihr auch einfach ein bisschen kürzen. So, das ist mal jetzt unsere Blüte. Jetzt holen wir wieder unsere Grün hinzu. Und jetzt machen wir diesen kleinen Stängel, ne? Den machen wir so, dass wir uns das Häkelstück so hinhalten. Stecht ihr einfach so neben dem Fadenring gerade ein. Einmal so aus dem Fadenring raus, ne? Da holt ihr euch euer Grün, haltet das an. Lasst hier wieder ein bisschen längeres Stück. Das braucht wir machen ja wieder zu verknoten. So, da kriege ich einen Knoten in die Stimme. So. So, wir ziehen uns den jetzt hier einmal durch. Ja, so. Und häkeln jetzt 7 Luftmaschen. So, 7 Luftmaschen hoch. Und jetzt häkeln wir an dieser Luftmaschenkette entlang wieder. Hier stechen in diese nächste Masche hier ein. 6 feste Maschen hier runter. So, 6 feste Maschen hier runter und dann könnt ihr hier wieder in euren Fadenring so einstechen, nebendran wieder raus und euch gerade so eine Kettmasche hier ziehen. Ne? So, wir schneiden uns den Faden wieder ab, ziehen uns den durch. Seht ihr, und jetzt habt ihr hier wieder Anfang und Endfaden. Ne? Und dann können wir uns den auch wieder hier prima mit einem Doppelknoten fest verknoten und dann stellt sich dieses, ja, Stängelchen schon von ganz allein. So, schön fest verknoten. Ihr könnt euch jetzt die Nadel holen, diese Fäden einfädeln und euch gerade hier einmal so durchziehen, dass das innen, also unten rauskommt. Ne? So, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So. So, einmal hier durch und hier durch. Zack. Jetzt habt ihr hier unten eure 2 grünen Fäden und da könnt ihr euch die auch noch ein bisschen zurechtkürzen, dass ihr die nachher nicht mehr seht. So, jetzt fädeln wir uns diesen weißen Faden ein. So, holen uns unsere Puppe. Das sieht jetzt schon mega niedlich aus. So, und dann halten wir uns dieses Blatt, also wenn ihr so die Puppe habt, so ein bisschen schräg. Na? Ich denke, das sieht man ganz gut. Nicht so platt oben drauf, sieht vielleicht aber auch ganz süß aus. Ich mache das halt hier so schräg, ne? Da braucht man her hinten nicht so viele Haare aufzusticken. So, und jetzt könnt ihr das so annähen. Ihr könnt das natürlich auch mit der Heißklebepistole dran kleben, ne? Aber ich nähe das halt gerne hier fest, weil wir nachher diese Haare erst aufsticken. Und mit der Heißklebepistole habt ihr immer so einen, tja, Widerstand halt. Da ist das alles verklebt, ne? Da kommt dann nämlich so gut mit der Nadel durch. Also, mein kleiner Tipp, näht's besser fest. Geht ja eigentlich ganz schnell. Und wir nähen das jetzt hier nur fest, hier genau in diesem Rand, ne, wo wir diese Blüten gehäkelt haben. Hier nähen wir das jetzt quasi an diesen Kopf an. So, da könnt ihr immer hier einstechen. Seht ihr, kommen hier aus dem Kopf raus. Und wieder hier, genau in diesem Rand halt, ne? Näht ihr das hier einmal rundherum fest. Also so schaut das Ganze jetzt aus. Schon mega niedlich, ne?
Und jetzt sticken wir hier unsere Haare und ja, Gesicht und Mund noch auf. Es geht wirklich am besten mit Stickgarn. Na? Solltet ihr das jetzt nicht haben, könnt ihr natürlich auch normale Baumwolle benutzen. Na? Funktioniert ja auch irgendwie. Na? Aber achtet vielleicht darauf, wenn ihr die Augen aufsteckt, dass ihr vielleicht dann doch Filigarn oder so ein bisschen was Dünneres halt wollt. Na? So, also ich mache das jetzt auch hier mit Schwarz. Und oh Wunder, ich habe wirklich mein, für die, wo ihr das Katzenvideo gesehen habt und mich jammern gehört haben, ich habe wirklich mein ganzes Stickgarn sortiert. Das habe ich auf Instagram auch gezeigt, wie das jetzt endlich aussieht. Es war eine mega Arbeit, das alles auf Kärtchen zu wickeln. Aber ich bin jetzt wirklich froh und habe es geschafft. So, ich schneide mir jetzt hier ein Stück Stickgarn halt ab in Schwarz für die Augen und das halbiere ich mir, ne? Das besteht immer aus so sechs so einzelnen Fäden, wo zusammengewickelt sind. Da könnt ihr euch das einmal halbieren. So, dann ist das nämlich noch dünner und sieht ein bisschen, ja, bisschen feiner aus, das Ganze, ne? So, ich mache jetzt hier auch die Version, dass ich hier gerade so zwei Striche drauf mache. Ne? Das gefällt mir jetzt ein bisschen besser, sogar wie das hier. Da habe ich das mit einem Knötchenstich gemacht. Ich finde die andere Version, Variante, war ein bisschen schöner. So. Dann fädeln wir uns das in eine Nadel hier ein. Und dann könnt ihr das draufsticken. Ich beginne das jetzt halt hier immer, hier hinten so am Hinterkopf, ne? So zwischen den Maschen mit dem Stickgarn reinkommen und für diese Augen aufzusticken. Das ist wirklich ganz leicht, kommt er hier raus. Geht so eine Masche, eine Reihe unten drunter rein. So, ne? Wie ein kleines V einfach. Ich denke, das könnt ihr euch ganz austoben, sticktechnisch, wie ihr eure Augen haben wollt. Alternative für den einen oder anderen wären natürlich auch diese schwarze Halbperlen, ne? Wo man draufkleben kann. Oder mit diesem Stift, mit dem Perlenpennstift, einfach aufmalen vielleicht. Habe ich noch einen guten Tipp bekommen mit diesem Perlenpen. Ich habe ihn jetzt gerade gar nicht da. Ah doch, da ist er. Hier, das ist dieser Perlenpen. Und da habe ich letztens, ja, hat mir jemand geschrieben, ganz liebes, der hat, also sie hat diese Windows-Farben, ne, wo man diese Fensterbilder malt, dafür benutzt und hätte auch super funktioniert. Also könnt ihr das Windows-Farben oder sowas, diese Fensterfarben auch benutzen dafür. Ne? Wir haben ja noch andere Videos, wo wir diesen Stift halt hier auch verwendet haben. Ne? Finden vielleicht noch die ein oder andere Fensterfarbe ihren Zweck. So, schaut mal. Also das sieht wirklich super niedlich aus. Ne? So, das ist jetzt hier das Schwarz. Ich schneide mir das jetzt hier einfach ab. Ihr könnt das natürlich auch verknoten, ne? Wenn das jetzt halt ja, kleinere Kinder oder so, verknotet das lieber. Bei mir ist das ja mit zwei Jungs unrelevant, dass jemand diese kleine Fee nimmt. So, mit Pink, den lasse ich mir jetzt hier. Machen wir jetzt noch einen kleinen Mund. Mache ich auch dieses V-Musterprinzip. So, da könnt ihr auch hier unten einfach so stechen. Und gerade so einen kleinen Mund hier. Wie die Augen, gleiche Prinzip. Einfach so ein kleines V hier aufsticken. Das geht wirklich wieder. Ruckzuck, ne? So, schneide ich mir jetzt auch hier mal weg. So, die Haare mache ich jetzt heute mal eine blonde Fee. Und ja, in Gelb. Ich habe so gut aufgewickelt, dass ich sie mir aufgewickelt bekomme. Doch, jetzt. Oh, heute ist wieder gut. So. Die Haare sind auch super leicht. Ihr könnt vielleicht auch so ein, ja. Fransengarn, Entschuldigung. Ja. Das hat, mein Material hat sich im Moment gegen mich hier verschworen, irgendwie. Ah, so. Jetzt aber. Ihr könnt vielleicht auch so ein ja, Effektwolle, Fransengarn und sowas auch benutzen, ne, für diese Haare. Ich mache das einfach mit geraden Stichen. So, ich zeige euch das. Ich mache hab jetzt hier mal so ein hellgelb eingefädelt. So, da kommen wir auch hier hinten erstmal rein. Und ich fange hier vorne mal mit der Frisur an. Und
Und dann machen wir einfach so ein kleines Pony. Ne? Also die Haare könnt ihr wirklich gestalten, wie ihr wollt halt. Ne? Könnt das vielleicht auch nur mit so einem Knötchenstich, wenn die ein bisschen lockige Haare haben soll, ne? Machen. Mir reicht jetzt hier halt. Gerade so gerade Striche. Und das mache ich jetzt mal hier ganz in Ruhe weiter. Da könnt ihr hier einmal rundherum. Hier hinten braucht ihr dann nicht so viel, ne? Komplett einmal so gerade Stiche aufsticken. Ich habe jetzt meine Haare hier fertig aufgesteckt. Es hat dann neues noch geklappt bei mir. So, also so schaut das jetzt schon mal aus. Also wie ihr seht, ich habe das jetzt hier wirklich gar nicht so dicht und eng genau genommen, ne? Gerade so ein bisschen wie angedeutet. Sieht auch schon mega süß aus, ne? Also, total niedlich. hier hatte ich es ein bisschen, ja, enger, kompakter das Ganze gestickt, ne? Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Mir gefällt diese Version. Ja, mir gefällt es ein kleines bisschen besser sogar, wenn es so ein bisschen lockerer ist alles, ne? So, jetzt legen wir uns hier jetzt erstmal unser Püppchen auf die Seite und jetzt zeige ich euch, wie wir diese Flügel machen. So, ich zeige es euch mal. So. Es ist super leicht. Ihr holt euch jetzt euer durchsichtiges Paketband. Ja. So viel zum Thema. Es hat sich alles heute um mich verschworen, ne? Ja. Ich such dann mal den Anfang. Hier bin ich wieder, hab's dann gefunden. Jetzt zieht ihr euch ein gutes, langes Stück. Na, zieht ihr euch? Das legt ihr jetzt vor euch hin. Am besten macht ihr jetzt mal alles, was mit Wolle irgendwas zu tun hat, ein bisschen auf die Seite. So. Und dann legen wir uns das flach auf den Tisch, holen unser Glitzerstreu, bekommt ihr überall. Ganz günstig in so Euroläden und sowas, ne? Jetzt ganz vorsichtig, wie mit dem Salzstreuer so, streuen wir uns jetzt. Also diese Klebefläche ist nach oben, ne? So, die ist zu uns gerichtet, dass jetzt hier das Glitzer natürlich dran kleben bleibt, ne? Da könnt ihr auch in verschiedenen Farben zum Beispiel, ich verwende jetzt heute hier mal Gold. Und dann machen wir uns überall so ein bisschen hier drauf, ein bisschen wie ihr wollt, ne? Ihr könnt das auch ganz zart nur machen oder ein bisschen kräftiger. So, reicht schon. Stellen wir uns auf die Seite. Jetzt zieht ihr euch an eurem Klebeband hier das noch ein bisschen. Ich muss das noch ein bisschen länger ziehen. Ups, sorry, das war ein bisschen laut jetzt. Und jetzt klappen wir hier diese Klebeseite. So, hier ist es. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt im Bild sieht. Diese Klebeseiten klappen wir auf diese Klebeseite. So. Einmal so, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass es circa ganz genau übereinander liegt. So. Und dann drücken wir das so zusammen. So, da haben wir uns unsere Schere. Ich weiß mal gerade hier. Schneiden wir uns das ab. So, und jetzt haben wir hier quasi so ein Glitzerklebestreifending, ne? Und jetzt holen wir uns das einfach, klappen das, ist ja jetzt zusammengeklebt, klappen es das einmal hier rum. Ich mache es jetzt mal hier. So. Und dann schneiden wir uns, also hier ist schön übereinanderklappe, dann schneiden wir uns wie so ein Tropfen. Hier müsst ihr schauen, dass ein kleines Stück noch zusammenbleibt. Also ich fange jetzt mal hier an. Und dann gehe ich hier einmal rund. So. Und dann hier ungefähr wieder so, dass ihr hier noch so einen halben Zentimeter ungefähr habt. Ne? Dann könnt ihr das nämlich aufklappen und dann habt ihr schon perfekte, glänzende, schimmernde, süße Feenflügel. Also ich finde es so genial. Ja, gut, meine Fee glitzert hier sowieso jetzt. Ist jetzt ein bisschen egal, ob das ganze Glitzer hier ist. Wir nähen das jetzt hier noch an. Da verwenden wir den gleichen Faden. Könnt ihr noch schauen, ob ihr noch ein kleines Reststückchen vielleicht habt. Ja, hier habe ich noch von eben einen kleinen Rest. Dann fädeln wir uns den schnell hier auf eine in eine Nadel ein. So. Wir stechen die Nadel einmal hier hinten so in die Fee und im Rücken raus.
bisschen dran ziehen, ein kleines Stück innen drin lassen. Jetzt könnt ihr euch diesen Flügel hier anlegen. Seht ihr das? Und einmal so rum und wieder in die Puppe rein. So, dass hier jetzt gerade so eine kleine Schlaufe ist. Das reicht. So, und da könnt ihr euch auch hier diese Fäden anfangen und entfaden. Prima, wieder mit einem Doppelknoten hier das Ganze festmachen. So, ein bisschen schön stramm ziehen. Dann stehen diese Flügel auch schön ein bisschen ab. So. Und das Überschüssige hier schneiden wir wieder ab. So, und dann haben wir hier schon unsere Flügel dran. Man sieht das jetzt in dem Video. Ich glaube, das kommt jetzt gar nicht so rüber mit diesem Glitzer in diesen Flügeln. Aber wenn ihr wirklich, wenn ihr Sonnenlicht da drauf scheint, das sieht so fantastisch aus. Also wirklich ja, super märchenhaft halt. Ne? Wie gesagt, ihr könnt euch dieses kleine ja, Blumenfee-Mädchen hier halt irgendwo hin sitzen. Da könnt ihr einfach diese Beine hier reinmachen und da kann das irgendwo drauf sitzen. Sieht super süß aus. Oder ihr macht euch hier oben einen kleinen Knoten und einen, ja, gerade so einen Faden dran, vielleicht auch einen durchsichtigen sogar, sieht vielleicht noch schöner aus. Und dann könnt ihr das super irgendwo hinhängen, ans Fenster oder nachher im, ja, im Sommer an Balkon oder sowas. Es ist wirklich, ja, total niedlich. So, heute hat sich hier bei mir wirklich alles gegen mich verschossen hier. Naja. Ich hoffe, das Video hat euch heute trotzdem mit mir Spaß gemacht. Und lasst mir gerne einen Daumen oben da. Kommentiert gerne dieses Video. Besucht mich gerne auf Instagram. Verlinkt mich unter Bildern. Das ist immer mega. Vielen, vielen Dank, für auch mit euren ja, Gespräche zu führen, dass ihr mich manchmal anschreibt und so. Ist wirklich schön. Ja, ich hoffe halt, das Video hat euch heute wieder mit mir Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!